Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute was ganz, ganz Besonderes. Ihr kennt doch alle sicherlich Ivan Drago aus der bekannten Rocky-Serie. Heute werde ich mit Ivan Drago trainieren. Er will an meiner Schlagkraft arbeiten und an meiner Explosivität. Willkommen im Trainingszentrum der Neuzeit bei Ivan Drago. Spaß, ihr wisst, Chris. Katila, хорошо? I must break you. Seit vielen Jahren jetzt mittlerweile mein Athletiktrainer, für mich persönlich mit Abstand, mit großen Abstand der Beste. Ich habe eine Menge gesehen in den letzten Jahren und erlebt auch mit Athletiktrainern und viele waren natürlich sehr, sehr gut. Ich habe eine Menge gelernt, aber trotzdem, Chris ist mit großem Abstand der beste Mann und auch ohne Bezahlung. Und wir lassen euch jetzt mal gleich ein bisschen einblicken, was wir hier im Training machen. Wir wärmen uns ein bisschen anders auf, als ich sag mal so, wenn du so ins Fitnessstudio gehst. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass wir die Hüfte von Felix aka Benjamin Button geschmeidig bekommen. Und deswegen machen wir solche Übungen. Wir möchten auch den Rumpf in verschiedenen Weisen trainieren. Das heißt also zum einen, dass wir etwas halten müssen, was der Rumpf die ganze Zeit bei Laufen oder so machen muss. Das heißt stabilisieren. Aber wir wollen auch dynamisch mit dem Rumpf arbeiten, eben auch schnellkräftig und gerade beim Boxer auch dabei gucken, dass wir eben den Schultergürtel damit innervieren dabei. Und das seht ihr hier. Ja, das sind die Würfe und gleichzeitig musst du also schnellkräftig mit dem Rumpf kontrahieren, mit meinen Bauchmuskeln kontrahieren und zusätzlich dazu eben den Armzug voll ausführen. Das Ganze schnellkräftig. Und wenn ich den auffange, dann soll ich eben auch nicht da total außer Form geraten, sondern eben auch die Kontrolle bewahren, auch bei dem Impact von dem Ball, wenn er wieder zurückkommt. Und das sind so Features, die wir gerne mit einbauen in der Kampfvorbereitung vor allen Dingen, eben um dieses Gesamtkonzept Rumpf und Schultergürtel miteinander zu verbinden. Wir sind jetzt noch am Anfang der Vorbereitung, aber man sieht jetzt schon an deinem Gesicht, du hast das schon ein paar Kilo verloren. Ja, ich habe jetzt 5 Kilo weg, 2 Wochen und bis zum Sparring. Verliere ich sicherlich noch mal so 4 Kilo. Und dann gehe ich so mit 80 Kilo ins Sparring. Da fühle ich mich wohl und der Rest, der ist dann easy. Das heißt, du musst nicht wirklich am Ende noch richtig viel abkochen in Saunagänge und sowas? Nein, nein. Ist zwar, hört sich immer viel an, was ich abnehme. Ist viel, 15 Kilo, 14, 15 Kilo. Aber Sauna und all das, dass ich so brutal abkochen muss, das passiert nicht. Ich weiß, was ich esse, ich weiß, was ich essen muss, um abzunehmen, wie ich trainieren muss. Wenn man Disziplin beim Essen hat, hat man allgemein überall im Leben Disziplin. Ja, die nächste Übung, die wir machen, und zwar geht es darum, dass wir vor allen Dingen jetzt in der Phase der Kampfvorbereitung eben Kraft absorbieren können. Das heißt, es wird so ein kleines Hüpfen, Hüpfen, Hüpfen und dann plötzlicher Drop, also ein quasi Fall nach unten, den der Felix dann auffängt und die Kraft dann wieder umzuleiten. Das hilft uns dabei, die Muskulatur eben schnellkräftig zu machen für alle möglichen Bewegungen im Ring und natürlich auch in den Schlag hinein. Dieses Hüpfen hat für uns natürlich auch einen Grund, warum wir das machen und warum wir das auch mit Gewichten machen. Das heißt also, jedes Mal, wenn der Fuß auf den Boden kommt, hat Felix in dem Fall ja 30 Kilo mehr, die er absorbieren muss. Und das hat eben auch Auswirkungen auf seine Fußgelenke, seine Achillessehne. Und da besonders viel Kraft in den Sehnen mitgespeichert werden, ist das ein Hauptgrund, warum wir auch solche Sachen in der Kampfvorbereitung mitnehmen. Jetzt werden die Gewichte ausgepackt, auch eine von Felix Lieblingsübungen. Und zwar betrifft das hier die hintere Kette, so nennen wir das. Also Beinbeuger, Rückenstrecker, um eben da noch ein bisschen Kraft aufzubauen. Genau, und das ist eine sogenannte hüftdominante Bewegung, das heißt also, er schiebt den Hintern weit nach hinten, um Spannung auf den Beinbeuger zu bekommen. Und vorne halten wir das Gewicht hier. Das ist eine isometrische Kraftentwicklung für den Bizeps. Gibt da vor allen Dingen Kraft für Haken dabei. Hierbei ist es eben so,
so, dass wir Zug und Druck miteinander kombinieren. Denn wenn ich die Seite hier ziehe, beschleunigt das automatisch schon die andere Seite, also den Druck in dem Fall. Und das Gleiche zusammen, plus diese eingeleitete Rotation und Tendenz auch hier noch etwas auf und ab. Also das heißt, wir versuchen so viele Bewegungsebenen wie möglich miteinander zu kombinieren. Chris, wofür werden die Bänder benutzt? Also die Bänder werden dafür benutzt, dass die Bewegungen, die wir machen, nochmal erschwert werden natürlich. Also wenn wir erstmal uns die Beine angucken, die haben einen Zug von 60 Pfund pro Seite, sind ungefähr 27 Kilo. Das heißt also, über 50 Kilo ziehen den Felix jetzt bei jedem Schritt nach unten. Zudem das gleiche bei den Armen auch. Wenn wir die auf Länge bringen, dann ziehen die auch den Arm wieder zurück. Und das erschwert eben das Ende der Bewegung. Das heißt also, wir wollen fokussieren, dass man die gesamte Bewegung beschleunigt. Die Muskulatur, die stellt sich quasi auf diesen Reiz ein. Und wenn wir das danach ausziehen, können wir das schneller machen als vorher. Und das ist so das Prinzip dabei. Ihr fragt euch vielleicht, hey, das ist aber wenig Gewicht. Ja, bei den manchen Übungen, die wir machen, das hat auch einen Grund. Weil wir eben nicht nur die Maximalkraft trainieren wollen, sondern vor allen Dingen in diesem Stadium der Vorbereitung geht es vor allen Dingen halt darum, dass wir Power in den Vordergrund drücken. Das ist quasi der Mix zwischen Kraft und Geschwindigkeit. Das sind explosive Klimmzüge. Wenn ihr euch jetzt das anguckt und man wird das mit einem regulären Klimmzug vergleichen, dann wird man sagen, hey, Moment mal, so sieht doch kein Klimmzug aus, ist richtig. Weil wir wandeln ihn ein bisschen ab. Wir wollen quasi springen für den Oberkörper. Ja, weil explosive Bewegungen, vor allen Dingen, wenn wir es loslassen und wieder auffangen, haben eben auch den Vorteil, dass wir die Phase des Auffangens da drin haben. Und zwar, wenn der Muskel auf eine bestimmte Länge gebracht wird und die Spannung ganz plötzlich wieder da ist. Das hat also eine andere Auswirkung, als wenn wir das kontinuierlich durchziehen. Wir sind in der Zeit der Vorbereitung, natürlich gehen wir so mehr und mehr, werden wir spezifischer, auch was die Bewegung anbetrifft, was die Winkel anbetrifft. Deswegen sieht das alles so ein bisschen anders aus als, wie schon vorher mal angesprochen, so konservative Krafttrainingsübungen. Das jetzt hier ist die MPC Hook-Pull-Combo. Das heißt also, wir arbeiten gegen die Bänder. Wir haben das gleiche Zug- und Druckprinzip, was wir bei der anderen Übung schon hatten. Und hier seht ihr das auch nochmal, in welcher Bewegungsgeschwindigkeit wir das trainieren. Und vor allen Dingen am Ende der Bewegung. Das heißt also auch da, bei dem Ende des Schlages, ist die höchste Spannung hierbei. Das heißt, wir wollen durch die Bewegung durch beschleunigen. Und auch diese Bewegung würde sich im Verlauf der Vorbereitung, verändert die sich noch ein klein bisschen. Das seht ihr dann in ungefähr 2 Wochen. Ja! Schaut mal auf das Ankerbein jetzt. Ja, da kann man das auch wieder ganz schön sehen, dass wenn viel Kraft entfaltet wird, dass wir uns um einen Punkt drehen müssen und wollen, dass wir diese Bewegungsebenen miteinander kombinieren. Also eben vor allen Dingen die Rotation in Energie umwandeln, die nach vorne geht. Ja, sonst dreht ihr euch quasi nur rum und fallt irgendwo rein. Aber wenn wir einen Ankerpunkt setzen, um den wir uns drehen, dann können wir die Energie, die eigentlich so rumgeht, auch dann dahin enden lassen, wo wir sie haben wollen. Ne? Das sehen wir hierbei ganz gut. Jetzt schon eine kleine Stärkung. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum nur Orange, ne? Normalerweise vom zweiten Training ist immer nur Orange, eine halbe Avocado, aber meine Schande, ich habe die Avocado vergessen und einen grünen Tee. Jetzt muss ich das ein bisschen anders machen heute, da wir samstags nur eine Einheit haben, ein bisschen länger dann. Und ich esse die Orange, jetzt den grünen Tee trinke ich im Nachhinein, weil ich glaube, die Zeit gibt mir Ivan Drago nicht. Wie ihr merkt, versteht ihr auch nicht allzu viel Spaß beim Training. Ich lasse mir die Orange erstmal schmecken. Und Finger habe ich natürlich auch vorher gewaschen. Keine Sorge. Guck diese dumme, verschlafene Fresse an. Hör mal, du Student, wo bist du denn? Sehr gut, Adler, komm! 50, komm, Adler! Komm, nur 30 Meter! Komm, Adler! 15! Jawohl! Einsatz.
Ivan Drago, versteht keinen Spaß. Absolut nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Felix muss, glaube ich, noch ein bisschen ausruhen. Was sagst du denn zum Training? Benjamin Button. Das ist, seitdem wir uns kennengelernt haben, quasi unsere Mission. Und ich glaube, das fasst das Ganze gut zusammen. Wer den Film kennt, der Mann wird immer jünger. Und beim Felix ist das ähnlich. Also es ist schon sehr erstaunlich. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich mache das, was er jetzt gerade durchmacht. Also Hut ab vor daher. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick mal bekommen, wie unser Trainingsalltag so aussieht in dieser Zeit der Vorbereitung. Wir nehmen euch gerne mit, auch für einen weiteren Vlog, wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und im nächsten Vlog geht es dann mehr noch um nackte Zahlen. Da werden wir sehen, was wir so schlagkraftmäßig eben auch produzieren können, wie wir das trainieren. Das würdet ihr dann im nächsten Vlog erfahren. Ja, Benjamin Button ist auf Ivan Drago gestoßen, glücklicherweise. Und ja, ein brutales Training. Ich brauche immer ein bisschen danach, um runterzukommen. Aber wirklich extrem hart. Man muss extrem an seine Grenzen gehen. Wir haben jetzt noch 6 Wochen bis zum Kampf. Bedeutet, wir haben noch sehr, sehr viel Zeit, um zu powern, um noch besser, noch stärker zu werden. Und ich freue mich drauf. Natürlich ist es anstrengend. Aber ich glaube, wenn man nicht wirklich dazu bereit ist, sich aufzuopfern in jedem einzelnen Training, kommt man auch nicht dahin, wo man hinkommen möchte. Und deswegen bei mir, also meine Einstellung für mich persönlich stimmt. Ich arbeite natürlich auch an einigen anderen Sachen von mir noch immer, mich weiterzuentwickeln. Aber das Training hier ist für mich schon mal ein neuer Reiz und ein Anreiz, um sich zu verbessern. Und das, was ich mit Mo mache, ist halt sehr boxspezifisch, aber das hier ist nochmal was ganz Gesondertes und hier muss man wirklich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise an seine Grenzen gehen. Wenn ihr den Vlog mögt, hinterlasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wenn ihr Lust habt auf einen weiteren Vlog mit Chris, aka Ivan Drago, um zu sehen, wie er weiter an meiner Power arbeiten, an der Schlagkraft und verschiedenen anderen Dingen, schreibt es doch bitte in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.